So, einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Beam und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem. Ja, ich weiß noch nicht, ob Let's Play oder angespielt. Scrap Mechanic heißt das gute Spiel. Kommt am 20.01. raus auf Steam als Early Access. Und der Entwickler war so nett und hat mir jetzt schon mal eine Review-Version gegeben, damit wir uns das zusammen anschauen können. Ja, man sieht schon, hat das gerade am Anfang gesehen, sind das mal ein bisschen an Minecraft, hat aber auch sehr viel, finde ich, von TerraTech irgendwie, nur halt ohne Roboter und so. Aber es ist sehr viel, man kann hier sehr viele mechanische Sachen zusammenbauen. Ich zeige euch das mal ganz kurz hier, wenn ich Inventar gehe. Das sind alles verschiedene Bauteile und manche sind nicht einfach nur Bausteine, sondern wie man hier sieht, hat man hier einen Controller oder irgendwelche Thruster, also irgendwelche Jet-Teile, Düsen würde ich, ist glaube ich die beste Beschreibung. Man hat irgendwie ja Motoren und so weiter und so weiter und so weiter. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Ich baue jetzt einfach mal was ganz Simples. Ich baue jetzt mal ein Auto. Und wir gucken mal, ob uns das Spaß macht, ob euch das Spaß macht, dazu zu gucken. Und wenn es so sein sollte, weiß ich nicht, könnt ihr dann vorschlagen, was ich noch so bauen soll. Ich habe schon so ein paar Ideen im Hinterkopf. Aber wir fangen jetzt erstmal simpel an. Wir bauen ein Auto, um erstmal in das Spiel reinzukommen, um euch das zu zeigen. Und danach schauen wir einfach mal weiter. Jo. Ich muss übrigens sagen, dass ich finde, dass das sehr, 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 sehr schön aussieht. Sieht sehr, sehr verspielt aus auf jeden Fall. Ach ja, und unser Kollege, ich kann auch rauszoomen. Das sind wir. Hier, ne, das bin ich. Sozusagen. Ich weiß es gar nicht, von vorne kann ich ihn gerade nicht angucken, aber das werden wir dann gleich noch sehen. Auf jeden Fall ein sehr, sehr hübscher Geselle. So gut, Leute, wir fangen jetzt mit dem Auto an. Also, jetzt muss ich mich selber ein bisschen konzentrieren hier. Ich habe es vorhin ein bisschen probiert, das ist schief gegangen, ich glaube aber, ich krieg's jetzt besser hin. Mal gucken. Als erstes brauchen wir diesen Lift hier. Der ist wichtig, damit wir nämlich das Auto da drauf bauen können erstmal. Ne? Moment, kann ich mich da auch draufstellen? Ich will das mal eben ausprobieren. Sekunde. Jo. Das funktioniert auf jeden Fall. Okay, wir sind der König der Welt auf jeden Fall. Zumindest von den ganzen Scrap Mechanics. Das Spiel kann man übrigens auch im Multiplayer spielen. Wird da auch gehen. Ne? Also, es ist nicht nur alleine, sondern auch im Multiplayer spielbar. So gut, Leute, wir fangen jetzt einfach mal an hier. Sekunde. Ich kann übrigens ja die Blöcke, auch wenn ich Bock habe, so aufeinander setzen. Ich glaube, das habt ihr auch am Anfang schon gesehen. Ne? Also ich könnte jetzt mir auch, wenn ich Bock habe, ein Haus bauen oder so. Aber das ist jetzt ja nicht so interessant. Und ich muss ja sagen, die Mechanik erstmal ist eigentlich ganz geil so hier. So, egal Leute, wir bauen jetzt ein Auto. Ne? Ich bin hier am Rumquatschen und so. Ich muss erstmal gucken, welches Material wollen wir denn dafür nehmen. Wir können hier sowas super Leichtes nehmen, aber ich glaube, das ist geiler für ein Flugzeug oder so. Ich nehme jetzt einfach mal eiskalt mittleres Gewicht. Ich glaube, ich nehme einfach mal Metall. Was soll's. So, es ist ja erstmal nur zum Rumprobieren. So, ich zoome mal wieder ranheben. Ich glaube, das ist besser. So. Metall habe ich jetzt schon. Ich mache mir ein bisschen rumheben. Mal gucken, was hinbekommen mit dem Auto, Leute. Ich bin gespannt. Ich habe gerade, ich überlege noch, wollen wir erstmal ganz simpel machen? Wir machen erstmal ganz simpel. So hier. Dann muss ich die Teile hier ranmachen. Weil wenn ich jetzt einfach nur die Reifen ranhaue, dann können die sich natürlich nicht drehen. So. So. Ich glaube, das wird noch nicht so gut funktionieren. Ich müsste das wahrscheinlich noch ein bisschen anders machen. Aber wir gucken erstmal, ob die Grundmechanik funktioniert. Das sieht ein bisschen blöd. Kann ich das irgendwie... Wartet mal eben. So. So. Das mal bitte mit hier drauf irgendwie. Ich hau's mal hier hin. Ah, sehr gut, jetzt ist es mittig. So habe ich es mir vorgestellt. Soll ich auch noch einen Reifen ran? Jetzt brauchen wir einen Motor. Warte mal, den hätte ich ja schon gerne irgendwie mittig. Bäm. Dann was zum Draufsetzen. Plus Lenkrad zum Steuern. Und das funktioniert jetzt natürlich noch nicht. Wir müssen jetzt nämlich noch mit Kabeln verbinden. Also, den muss ich mit dem Motor verbinden, den Sitz. Und den Motor jetzt mit den Rädern. Gucken, ob es funktioniert, Leute. So. Und hier auch noch. Schnupp! Das war falsch gewesen. Moment, kann ich das wieder wegmachen? Ah, sehr gut. Ich glaube, ey, dieses Spiel für Leute, die da auch so ein bisschen technisches Verständnis haben und so, da kann man total kranken Scheiß bestimmt machen, könnte ich mir vorstellen. Mal gucken, ich bin gespannt. Macht mir gerne Vorschläge, was wir noch so bauen können. Aber da gibt es noch viel, viel, viel mehr Sachen. Das ist erstmal wirklich nur das Einfache. Jetzt muss ich gucken. Ich weiß jetzt nicht, welche Rotation die müssen. So oder müssen die so hier? Ich glaube, so ist schon richtig. Oder wir werden es ja sehen. Ich drehe das mal eben um, ne? Nur falls müssen wir uns halt dann wieder
Ändern. So, ne, das sollte ja genauso gehen wie der linke Reifen. Also bam. Und bam. Ich glaube, das haut jetzt so hin, oder? Wir testen es einfach mal. Ich mache jetzt mal hier den Lift eben weg. Sekunde. Schnupp. Draufsetzen. Okay, es ist falsch rum. Es ist falsch rum. Und es ist sehr, sehr langsam. Das Coole ist aber, also würde schon mal funktionieren. Das Coole ist aber, man kann ja bei den Motoren, glaube ich, ja, kann man einstellen, wie viel Power wir haben. So, jetzt müssen wir deutlich schneller sein. Yeah! Es funktioniert, es funktioniert, es funktioniert. Es funktioniert, es funktioniert. So, großartig. So, wir können das mal eben noch umdrehen hier. Oh, das ist so genial. Moment. Einfach nur so hier. Bam. 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 Das ist wirklich jetzt das Simpelste, was geht, was ich jetzt hier gebaut habe. Aber ich glaube, erstmal, um euch ja da ranzuführen, was man hier machen kann, ist das mal ganz cool. Ich kann auch lenken. Ja, das Auto funktioniert besser als erwartet, muss ich sagen. Das geht ganz gut. So, halbwegs. So. Das ist ganz cool, da kann ich euch nämlich gleich mal den Hammer zeigen, wozu der Hammer da ist. Der ist nämlich vor allem dazu da, um, glaube ich, die Objekte wieder ordentlich. Na ja, gut, das ist jetzt ein bisschen schwer, das Auto. Ich dachte, ich könnte jetzt mit dem Hammer das Auto umdrehen. Aber ist auch genial, ne? Hier, dass der Reifen reagiert. Reagiert das anders? Als wenn ich gegen das Metall haue, weil ja Gummi ist. Also ich kann jetzt hier nicht irgendwas wegmachen damit oder so, das geht nicht. Das ist einfach nur irgendwas umzukloppen. Und um Golf zu spielen oder so, was ich vorhin gemacht habe, ganz am Anfang. So, das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd, ich kann das mal wieder so. Moment, jetzt muss ich kurz nachdenken. Ja, halt, das war das Falsche gewesen, ich muss das hier machen, so. Und dann. Okay, alles klar, hätten wir es wieder ordentlich hingestellt. Gut, Leute. Das war es also mit dem Auto jetzt hier gewesen. Ich überlege, was könnte man jetzt als nächstes. Ich zeige noch ein bisschen die Mechaniken hier erstmal. Ich baue jetzt hier einfach mal. Was machen wir mal? Wir können ja einfach mal einen Rotor oder hier so ein. Ich mache mal ein Windrad. Was so ein bisschen aussehen soll wie ein Windrad. Theoretisch könnte man auch mal einen Hubschrauber probieren oder so. Ich weiß es nicht. Ich habe auch schon eine andere Idee, aber das werde ich wahrscheinlich danach dann mal machen. Ich will euch erstmal noch ein bisschen was zeigen hier. Ich weiß, es ist gerade ein bisschen durcheinander, aber. So. Ja, ich mache das mal noch ein bisschen höher. Moment, ich nehm jetzt mal den Lift für mich, damit ich selber nach oben komme. Also, bam. Bam. So. Huch. Krass, ich kann das sogar da hinten hinbauen, wenn ich will. Ich bin beeindruckt. Bam. Bam. So, jetzt hätte ich gerne so ein Drehding. Und jetzt würde ich gerne irgendwas, was so windradmäßig ist. Das hier würde vielleicht ganz gut sein. Oder passen. Könnte noch sowas hier nehmen. Das hier sieht doch ganz gut aus. Das ist eigentlich eher eine Treppe oder eine Stufe, aber soll mir jetzt egal sein. So, mit Q konnte ich das drehen. Halt! Wir machen noch einen Block davor. Und jetzt das Ding ran. Hier, Moment. So. Ja, man sieht, ne? Das Spiel hat auch schon eine ausgeklügelte Physik. Das sieht gut aus. Bam. Dient jetzt wirklich erstmal alles dazu, um euch ein bisschen die Mechaniken hier noch zu zeigen. Ich könnte mich jetzt, theoretisch könnte man ja auch so ein Riesenrad machen oder so, fällt mir gerade ein. Hätte ich eigentlich auch Bock. Moment. So. Boah, das ist ganz schön gefährlich, was ich hier gerade baue. Stell dir das mal vor, das geht gegen den Kopf. Ja, ist jetzt nicht ganz ordentlich, ne? Es ist, So, das sieht besser aus. Moment, kriege ich den Punkt irgendwie? Scheiße, ich muss mal auf den Lift eben. Weil wir können nämlich dann das Riesenrad auch antreiben und so. Ich will euch das dann gleich zeigen. Riesenrad, sage ich schon, Windrad. Riesenrad könnte man aber echt machen. Oder eine Achterbahn oder so, mal gucken, ob es so hinging. Ich muss irgendwie an den Punkt hier oben hinkommen. Genau, den wollte ich. So. Ja, ist jetzt ein bisschen blöd, komme ich noch höher? Nee, leider nicht. Ja, ist egal, wir lassen das erstmal so. Jetzt bauen wir. Wir brauchen. Sensor gibt es auch zum Beispiel. Könnte zum Beispiel, weiß ich nicht, Sinn machen, wenn man ein Haus baut und dann vorne eine Tür so ein Sensor, dass die Tür automatisch aufgeht. Könnte man mal ausprobieren. Bräuchte ich aber erstmal ein Haus. Controller brauchen wir. Switch brauchen wir. Brauchen wir auch ein Engine? Ich bin mir da gerade unsicher. Wir müssen es mal ausprobieren. Das Switch mache ich jetzt einfach mal. Moment, das muss man aber mal irgendwie ordentlich machen. Sekunde. Und bitte den Metallblock, den hauen wir mal hier hin. Bam, bam, bam.
Also einfach nur, damit ich die Konsole hier ordentlich platzieren kann. So rum muss sie doch bestimmt, oder? Ja, sieht gut aus. So, und jetzt muss ich das mit Strom und alles verbinden. Also das muss nach oben. So. Dreht sich das jetzt schon? Nein. Sekunde, ich muss jetzt hier... Uiuiui. Rotation Editor. So, Moment. Das soll sich um 360 Grad drehen. Ja. Ich bin gerade froh, dass ich mir davor schon den Tut angeschaut habe, damit ich wenigstens grob erstmal kapiert habe, wofür die ganzen Sachen sind. Ansonsten wird mir hier überhaupt nichts gebacken bekommen. Ich kann nicht einstellen, wie schnell sich das dreht. Wir machen erstmal langsam. Und das soll bitte im Loop passieren. Ich hoffe, das klappt jetzt. Jo. Aber es dreht sich nicht weiter. Wieso dreht sich das nicht weiter? Achso, geht das dann... kann sein, dass das dann der nächste Schritt ist und der dann wieder bei 0 anfängt. Wartet mal eben, ich muss jetzt noch das hier erstmal hier mit verbinden. Weil dann kann ich immer drücken, glaube ich. Nee, dann ist das immer aktiv. Moment, probieren das mal eben. Ich verbinde das mal eben miteinander. So. Nee. Funktioniert leider nicht, wie ich mir vorstelle. Moment mal eben. Also das Kabel mal wegmachen, lass ich mal... Okay, Sekunde. Moment. Yeah, Leute, es funktioniert. Oder? Irgendwo habe ich noch einen kleinen Denkfehler bei der Sache, glaube ich. Irgendwo habe ich noch einen kleinen Denkfehler. Aber egal. Egal. Auf jeden Fall konnte ich erst... Was ist jetzt gerade mit dem Kopf passiert? Habt ihr das gesehen? Alter, das ist nicht gesund. Voll der Gummihals. Okay. Ey, aber da kann man sich wenigstens nicht das Knick brechen. Ist gar nicht so verkehrt. So gut, Leute, ne? Ich habe euch erstmal ein bisschen was gezeigt. So, erstmal ganz grob. Denkt an den Daumen, denkt an Feedback, wenn ihr mehr dazu sehen wollt. Ich habe noch so eine kleine Idee, was ich mal gerne ausprobieren würde. Das werden wir vielleicht in der nächsten Folge bauen und macht mir mal Vorschläge, worauf ihr so Bock habt, was wir mal hier so bauen können. Muss man testen, also einen Hubschrauber können wir probieren, irgendwie eine Rakete können wir probieren. Gibt's aber halt 1000 Millionen andere Möglichkeiten und da bin ich gleich noch ein bisschen auf euer Feedback angewiesen, vielleicht habt ihr ja coole Ideen. Ich werde mir vielleicht auch noch, wenn ich merke, ihr habt auch Bock drauf und so, weil mir macht das Spaß hier, dann werde ich mir vielleicht noch ein paar Tut-Videos anschauen, weil ich bin ja jetzt ja nicht so der Vollprofi und da kann man ja sich vielleicht von dem einen oder anderen noch ein bisschen was abschauen und das dann abwandeln und so. Müssen wir mal gucken, was wir hier so zusammenbekommen. Ne? Also, denkt an Feedback, denkt an Daumen und vielleicht sehen wir uns dann in einer nächsten Folge von Scrap Mechanic. Das war richtig gewesen, Scrap Mechanic. Also, haut rein. Tschüssi. So, ich dies noch ein bisschen rum.